Es dauert gar nicht mal mehr so lange, bis wir endlich The Ones Who Live bekommen. 5 Jahre warten wir mittlerweile auf die Rückkehr von Rick, Motherfucking Grimes und auch irgendwo ein bisschen Michonne. Und ja, diesen Monat ist es dann auch endlich soweit und ich bin hyped as fuck. Und falls es da draußen Leute gibt, die vielleicht gar nicht mal so ein großes Vorwissen zu The Walking Dead haben, die Serie aber trotzdem gerne gucken wollen, dafür ist dann dieses Video, denn heute gehe ich mal auf ein paar Punkte ein, die so good to know sind, bevor man The Ones Who Live guckt. Und ohne viel rumzulabern, starten wir direkt rein ins Video. Und damit heiße ich euch mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, vorab erstmal erwähnt, ich bin wieder da. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin noch etwas am Kränkeln, aber ich dachte mir, ich setze mich mal hin und versuche es zumindest. Heißt, kann sein, je nachdem wie mein Gesundheitszustand sich entwickelt, dass eventuell ein Video mehr oder weniger kommt. Aber ich denke mal, das sollte für euch alle klar gehen, oder? Aber zurück zum Thema. Ja, The Ones Who Live, das Rick und Michonne Spin-Off. Es wird, glaube ich, großartig. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass es irgendwo ein Reinfall wird, aber ich glaube, es wird großartig. Und deswegen dachte ich mir, ein paar Infos für Leute, die sich mit dieser Serie auseinandersetzen wollen, aber nicht unbedingt großartig Zeit investieren wollen, alles vorher zu gucken und wirklich die wichtigsten Infos kurz konkret zusammengepackt in einem Video haben wollen. Ja, für die Leute ist halt das Video hier. Also, zuerst einmal, wann startet The Ones Who Live? Ja, ganz einfach, diesen Monat am 25.02. in Amerika auf AMC Plus, aber, und das ist das Geile, schon am 26.02. auf Magenta TV. Der 26.02. ist das coole. Magenta TV ist natürlich wieder mal schade für die Leute, die nicht unbedingt Magenta haben, also sich Magenta holen wollen für nur so eine Serie. Ich bin froh, dass ich es habe, bezüglich meines Vaters, der das mal in einem Abo bekommen hat. Macht mich natürlich happy. Trotzdem gehe ich davon aus, hier an der Stelle keine 100% Garantie, aber ich gehe davon aus, dass es ähnlich wie mit Daryl Dixon und Dead City irgendwann oder andersrum, dass die Sachen irgendwann auch alle Richtung Amazon Prime gehen. Ob das jetzt wirklich effizient besser ist, weil du da halt auch Geld ausgeben musst, das sei jetzt mal dahingestellt, aber für die Leute, die halt kein extra Abo abschließen wollen, ist es definitiv gut. Auf der anderen Seite kann man sagen, holt euch Magenta TV für 1-2 Monate, ich glaube, geht bis zum März die Serie, holt euch das Abo und danach könnt ihr es ja kündigen. Theoretisch. Auf jeden Fall 26.02. auf Magenta TV, die erste Folge. Und wenn wir dann schon bei der ersten Folge sind, kommen wir direkt zum nächsten Punkt, der sehr, sehr interessant sein wird und der auch viel, wirklich sehr, sehr viel an der Serie schon retten kann. Und zwar die erste Folge wird 1,5 Stunden gehen. Plus, minus ein paar Minuten. Alle anderen 5 Folgen, ja, es gibt insgesamt nur 6 Folgen, was ich echt komisch und schade finde irgendwie. Alle anderen Folgen werden so zwischen 40 und 50 Minuten gehen. Aber kommen wir mal ganz kurz auf die erste Folge zu sprechen. 1,5 Stunden, das kann schon viel Gutes bedeuten, weil meine größte Angst mit The Ones Who Live ist, dass sie zu wenig Folgen haben für den Inhalt, den sie irgendwie verarbeiten müssen. Und da die erste Folge nun so lange ist, kann man theoretisch einen ganzen potenziellen Erzählabschnitt in diese erste Folge reinbuttern und hat dann 5 Folgen a 40 bis 50 Minuten frei zur Verfügung. In dem Fall wäre meine Hoffnung, dass sie in der ersten Folge sehr, sehr viel darauf eingehen, wie Rick entführt wird. Also wirklich von dem Zeitpunkt, wo er von der Explosion weggesprengt wurde, Jadis ihn in den Hubschrauber quasi gesteckt hat und sie weggeflogen sind, bis zu halt 2, 3, 4, 5 Wochen danach, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dass sie das alles in einer Folge abklappern, damit dann die nächsten Folgen von der Zeit her wieder aufholen. Wenn wir an dem Punkt über Zeit sprechen, ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, oder 2 Punkte sind da sehr, sehr wichtig zu wissen, Rick Grimes, zum Zeitpunkt seiner Führung ist die Apokalypse 3 Jahre am Laufen gewesen. Das heißt, Daryl, Michonne, Maggie, Carol und kannten Rick zu dem Zeitpunkt seines Verschwindens 3 Jahre. Und als ich das mir mal auf der Zunge zergehen lassen habe, dachte ich, what the fuck, das ist nicht wirklich lang im Verhältnis dazu, wie lange er jetzt verschwunden ist. Denn das sind mittlerweile fucking 11 Jahre. Beziehungsweise circa 11 Jahre. Problem hierbei ist, die Zeitrechnung in The Walking Dead ist komplett für den Arsch. Der Rückblick von Negans Geschichte zeigt uns also eine angegebene Zeitvorgabe, wie lang die Apokalypse ist. Rein rechnerisch von Timeskips und Altern von Charakteren ist es aber dann wieder doch ein bisschen weniger. Deswegen, man sagt, dass es ungefähr zwischen 11 und 12, 13 Jahren die Apokalypse bis zum Ende von The Walking Dead Original ungefähr verfallen sind. Nichtsdestotrotz stellt man das mal ins Verhältnis. 11 Jahre Ricks Verschwinden zu 3 Jahre Rick kennen, ist es nach wie vor ein bisschen komisch, dass man sich überlegt, Michonne sucht so lange nach ihm, Daryl sucht so lange nach ihm, es sucht überhaupt noch jemand nach ihm oder geht davon aus, dass er überhaupt noch am Leben ist. Und vor allem, holy shit, das CRM hat sehr dicke Eier. Sie haben Rick fucking Grimes für 11 Jahre. Da gehalten und er ist anscheinend nur 1-2 Mal vielleicht ausgebrochen. Das ist insane und da hoffe ich, wird auch viel drauf eingegangen auf das CRM. Auf den Punkt komme ich gleich noch zu sprechen. Wenn wir uns aber diese Jahreszahlen auf der Zunge zergehen lassen, haben wir auch sehr viel, was in der Serie abgeklappert werden müsste. Halt 11 Jahre vom Zeitpunkt seines Verschwindens bis zum
potenziellen Ausbrechen und Happy End mit Michonne. Denn das alles in 6 Episoden reinzubekommen, ich weiß ja nicht, das klingt nach einer Monsteraufgabe. Und deswegen hoffe ich, dass sie von diesen 11 Jahren entweder viel Zeit in der ersten Folge abklappern oder es wird hier ein bisschen geredconnt. Für die Leute, die nicht wissen, was Redcon ist, auf Hochdeutsch und komplett ausgesprochen heißt es rückwirkende Kontinuität. Kurz erklärt, ist literarisch, ist im Film und Buch und was weiß ich Bereich, bedeutet einfach, dass eine Zeitangabe, ein Abschnitt, eine zeitliche Einheit im späteren Verlauf des Werkes, Film, Serie, Buch, irgendwann nochmal geändert wird, um es einfach der Geschichte mehr anzupassen. Und diese Theorie haben viele auch bei The Ones Who Live, dass sie aus diesen 11 Jahren, die faktisch vergangen sind, vielleicht nur so 4, 5, 6, 7 Jahre machen. Einfach damit dieser große Spalt dazwischen irgendwie logisch zu decken ist. Weil 11 Jahre sind schon wirklich viel. Das ist so 5, 6 Jahre ist okay. Aber 11? Kann halt sein, dass sie das damit irgendwie neu auffassen und wir da eine ganz neue Zeitangabe bekommen, was ein bisschen kacke wäre auf der einen Seite, aber auch irgendwie halt logisch. Aber ja, 5 bis 6 Jahre in 5 bis 6 Folgen unterzubringen, klingt auf jeden Fall wesentlich realistischer. Denn, kommen wir zu dem nächsten informativen Punkt, die Serie ist laut Leaks auf jeden Fall in 3 Kategorien eingeteilt. Die eine Kategorie ist halt Ricks Entführung bis hin zum Ankommen, zum quasi ersten Eindruck vom CRM und Ricks ersten Aufnahme, Fluchtversuch und was weiß ich. Dann über die Zeit im CRM und teilweise halt dann auch Michons Zeit bei diesen Wanderern, sage ich mal. Und das alles, haltet euch jetzt fest, soll circa 3 Folgen stattfinden. Denn es wird angeblich gesagt, das haben Leaks gesagt, dass in Folge 3 oder nach Folge 3 Rick und Michonne schon ausgebrochen sind. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil dann halt in 3 Folgen wirklich sehr viel durchgeballert werden müsste. Aber das würde auf jeden Fall dann noch diesen nächsten dritten Abschnitt erklären, der dann halt wäre, Rick und Michonne hauen ab, haben ihr Happy End. Das sind so die 3 großen Punkte, in denen die Serie spielen wird, sich aufhalten wird. Was ich nach wie vor auch noch interessant finde und was ein großer Punkt und ein wichtiger informativer Punkt ist, wir müssen bedenken, Rick wurde vom CRM entführt, wie gesagt, 11 Jahre lang. Und Michonne ist, ungefähr 3 bis 4 Jahre, sagen wir mal, grob bei diesen komischen Wanderern vielleicht. Und das alles zu erklären, wie aus dieser Riesengruppe, die wir im Finale von The Walking Dead gesehen haben, so eine kleine Gruppe wird, die wir halt in dem Trailer zu The Ones Who Live sehen, das wird auch noch sehr interessant. Vor allem, wer sind die Leute? Was machen die? Wie hat Michonne sich denen einfach so angeschlossen? Das sind alles Sachen, die uns so erklärt werden müssen. Genau wie der nächste Punkt, und zwar das ist das CRM. Wir haben zwar hier und da Informationen und vor allem durch World Beyond viele Informationen zum CRM bekommen. Jedoch stellt sich nach wie vor eine große Frage. Warum sind die so riesig? Warum sind die so krass? Warum sind die böse? Sind die überhaupt wirklich böse? Weil das ist immer noch so eine Sache, wo ich nicht hundertprozentig hinterstehen kann. Warum sollte so eine riesige, militärisch aufgestellte Organisation so böse sein? Weil an für sich war ja auch das Commonwealth nicht wirklich böse. Waren halt nur Idioten. Das sind so Sachen, also sowohl das CRM als auch Michons Gruppe, das sind Sachen, die wir nur immer mal kurz angeteased bekommen haben. Und das muss erklärt werden und das wird wahrscheinlich auch erklärt werden. Anderenfalls macht es einfach keinen Sinn. So, und kommen wir mal ganz kurz abschließend noch auf einen Punkt zu sprechen, der so ein Good-to-Know-Punkt aus den Comics irgendwo ist. Und zwar werden viele von euch im Internet, auf TikTok, wo auch immer, schon die ganzen Theorien um Ricks Hand gesehen haben oder davon zumindest mal gehört oder gelesen haben. Ja, auch ich habe davon gehört bzw. davon gelesen und muss sagen, die Theorie, dass da Rick in den Comics seine Hand verliert und das schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt und wir in vielen Trailern Ricks Hand nicht sehen oder sie irgendwie komisch aussieht, kursiert ja schon jetzt wirklich seit den ersten Trailern im Internet. Auf der einen Seite macht es schon irgendwo Sinn, auf der anderen Seite ist die Theorie, geht mir so krass am Arsch vorbei. Mir persönlich natürlich an der Stelle. Ich finde, es ist total irrelevant, ob er seine Hand verliert oder nicht. Ja, es ist ein cooler Throwback zu den Comics. Wird cool sein, wenn es passieren wird und alle werden, oh mein Gott, krass, jetzt haben sie sich noch mehr auf die Comics berufen. Aber auf der anderen Seite, damit fällt und steht diese Serie um Längen nicht. Es gibt viel mehr Hindernisse und viel mehr größere Probleme, die die Serie zu bewältigen hat, als dass Rick seine Hand verliert. Und auf der nächsten Seite denke ich mir dann auch, es ist ja auch einfach, lasst euch überraschen so an der Stelle. Es ist doch so spoilermäßig zu wissen, okay, in den Comics verliert er seine Hand, dann macht es ja auch Sinn, dass er hier seine Hand verliert. Finde ich persönlich jetzt irgendwo ein bisschen nervig. Aber hier als Info für die Leute, die halt davon mal was gehört haben und nichts damit anzufangen haben. Ja, in den Comics verliert er seine Hand oder hat er seine Hand verloren. Und ja, es sieht in manchen Trailern wirklich sehr stark danach aus und es macht auch irgendwo vollkommen Sinn, seinen Charakter so mit dann endgültig mal rund abzuschließen. Ist die Theorie für mich persönlich oder überhaupt für die Serie überhaupt irgendwie relevant? Nee, weil damit, wie gesagt, fällt und steht die Serie in keinem Fall. Da haben wir
zeitliche Hürden, wortwörtlich, die eher zu überwältigen sind und auch einfach informative Hürden, wie zum Beispiel, wer ist das CRM wirklich und warum sind sie so stark und was zum Teufel ist überhaupt das für eine Truppe, mit der mich schon unterwegs ist? Alles das sind Fragen, die wir am 26., zumindest in Deutschland, endlich teilweise wahrscheinlich beantwortet bekommen. Ich habe schon vor längerem ein Video dazu gemacht, was meine Gedanken sind, wohin es mit The Walking Dead geht und da bin ich auch zu einem ähnlichen Schluss gekommen, wie ich immer noch bin. Langsam aber sicher muss es irgendwo mal ein Ende geben und ich habe das Gefühl, dass The Ones Who Live für einen Teil vom The Walking Dead Universum endlich mal einen Abschluss findet. Ich hoffe es. Ich habe zwar keinen Bock, dass diese Serie wirklich endet, aber irgendwo wird es langsam Zeit, dass es ein verdientes Ende für manche Charaktere gibt, die wir vielleicht auch einfach, naja, zu sehr lieben. Wenn euch das interessiert, was so meine Meinung für die Zukunft von The Walking Dead war, oder allgemein, wenn euch Themen rund um The Walking Dead interessieren, dann checkt doch mal gerne diese Videos oder die Playlist, die ich jetzt hier mal eingeblendet verlinkt habe, aus und lasst mir gerne auch mal in den Kommentaren eure Meinung zu The Ones Who Live da. Was erwartet ihr von der Serie? Was hofft ihr, was erklärt wird? Was hofft ihr, was wir sehen? Und vor allem, wie wichtig ist euch, dass Rick seinen Arm verliert oder seine Hand verliert oder wie wichtig ist es euch nicht? Das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten kann ich nur noch sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, was hoffentlich trotz leichter Erkältung weiterhin relativ zeitig kommt. Ich dann selbstverständlich und hoffentlich gesund auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.